Bling. Witch. Hi, mein Name ist Tim Soert und in diesem Video gibt es ein paar Tipps von mir, wie ihr im Vornherein eure nächsten Commander-Spiele spannender und spaßiger für alle machen könnt. Besonders auch mit Fremden über Spelltable. Ich gebe zu, die Ideen sind ziemlich von diesem Tolarian Community College Video übernommen, aber da manches davon vielen Commander-Spielern schon lange bekannt ist und es einfach gut zusammengefasst wurde, möchte ich das für euch deutsche Spieler auch nochmal aufarbeiten. Ausgangspunkt ist derselbe wie bei meinem Social Contract Imagine Magic Video, nur dass es in dem mehr um den allgemeinen Umgang ging und hier um die Decks und die Art zu spielen selbst. Es soll auch etwas von der Power-Level-Diskussion weggehen, da die etwas zu sehr Ansichtssache sein kann. Deine 7 ist eine 8 für andere und wieder eine 5 für ganz andere zum Beispiel. Wichtigster Punkt hierbei ist, dass ihr eure Decks kennt und wisst, was sie machen. Wenn ihr ein Anfänger seid und von Spielplan und Strategie noch nicht so viel wisst und einfach gucken wollt, was euer Deck so macht, geht das natürlich nicht. Aber ihr könnt aus diesem Video trotzdem profitieren, da es euch eine Erklärung dafür geben könnte, warum sich ein Spiel für euch schlecht angefühlt hat. Als Beispiel, wie unterschiedliche Ziele und Wege Decks haben können, hier ein paar von meinen. Ursa und Sada. Dies sind meine beiden Combo-Decks, die sich um Artefakte drehen. Ursa will am ehesten schnell Infinite Mana machen und dann mit Ursa alle Karten des Decks spielen, bis zur Win-Option. Sada möchte mit Tokens viele Karten ziehen, um eine wanky Artefakt-Kombo mit unendlichen ETBs zu bauen. Dass Mono-Blau um einiges stärker ist als Mono-Rot, muss man den meisten da ja nicht groß erklären, und sollte ich noch die Moxe für Ursa bekommen, ist es quasi auf CEDH-Level. Es ist definitiv mein stärkstes Deck mit unglaublich schnellen Infinite-Kombos und Tutoren dafür. Dazu noch meinen teuersten Karten in dem Deck, mit krassem Draw und heftiger Interaktion. Also das Deck packe ich eigentlich nur noch aus, wenn ich weiß, es geht gegen ähnlich schnelle Combo-Killer, wie Yawgmoth oder Khenris. Sada kann einfach schon, wie ich das Deck gebaut habe, nicht in unter 5 Zügen gewinnen. Außer man zieht jedes Combo-Teil auf der Starthand. Denn es ist nicht Aggro, sondern muss erstmal mühsam ein Board aufbauen, dann mit Sada Karten ziehen und dann kriege ich vielleicht eine Combo hin. Es interagiert dabei auch kaum mit dem Gegner und lässt sie meist ihr Ding machen. Also dieses Deck ist eher als Gegner für andere schwächere Combo-Decks gedacht. Oder nicht allzu schnelle Kreaturen-Decks. Rakdos und Porphoros. Wenn wir gerade von schnellen Kreaturen-Decks reden, das sind bei mir diese beiden hier. Rakdos und Porphoros haben eins gemeinsam. Sie cheaten bei den Mana-Kosten von großen bedrohlichen Kreaturen. Wenn es gut läuft, haben sie in Zug 4 einen Nachtstahl-Koloss oder einen Eldrazi auf dem Feld, die eigentlich über 10 Mana kosten. Ja, das bringt einen schon beim Vorstellen ins Schwitzen. Manchmal spiele ich schon gern etwas Aggro und genau dafür habe ich diese Decks. Rakdos hat auch ein paar Karten drin, mit denen so ein Commander-Spiel ganz schnell gehen kann. Sie sind teilweise sogar für Control zu schnell. Aber wenn die Gegner viele Antworten parat haben auf die großen Kreaturen, kann diesen Decks, wie üblich auch, schnell das Gas ausgehen. Win fast, lose fast also. Diese Decks spiele ich deswegen gerne gegen starke Gegner, wie Korvold oder Krenko. Oder einfach, wenn es fun, fast und exciting sein soll. Magnarge und Cyrus. Geht das Power Level etwas runter, spiele ich gerne eine meiner liebsten Arten, Tribal. Ich präsentiere mein Rattendeck um Magnarge und mein Schlangendeck um Cyrus the Rising Storm. Diese Decks haben allein durch ihren Aufbau schon einiges an Power eingebüßt. Denn statt die besten Synergie- und Win-Karten spielen sie haufenweise verschiedene Kreaturen ihres Typs und versuchen meist durch so etwas wie Cloak of Arms zu gewinnen. Das tun sie wirklich nicht oft, aber wenn sie es tun, sind es meist die Siege, auf die ich am stolzesten bin. Diese Decks hole ich gerne in Kennenlernrunden mit neuen Spielern raus, denn sie liefern einen guten Kampf, aber überfordern nicht mit übertriebenen Kombos oder zu schnellen Bedrohungen. Aber Tribal Decks können auch sehr stark und oppressive sein, wie man bei Edgar Markov und dem Urdrachen sieht. Grismold und Hakdos. Voltron ist eine bekannte Strategie in EDH. Man bringt einfach seinen Commander-Damage möglichst oft durch und hat gewonnen. Das machen bei mir Grismold, der ein wahrer Albtraum für alle Token-Decks ist und locker irgendwann mit 23-23 Trampel um sich schlägt, und Hakdos, der schnellstmöglich versucht, mit Schutz vor allem, außer einer bestimmten Achillesferse, jeden Zug anzugreifen. Ich finde diese beiden Decks relativ fair und würde sie auch in moderaten Power-Levels spielen, aber es gibt Gegner, die Voltron nicht so mögen. Und wenn sie mir das mitteilen, lasse ich die beiden hier dann halt im Schrank. Mein erster Grismold-Sieg war auch wegen Commander-Damage gegen einen mit über 100 Leben in einem Trostani-Deck, was der nicht ganz so lustig fand, wie ich zu dem Zeitpunkt. Thrum und Uriel sind auch Kandidaten für sowas. Ulamog und Anovorn. Auch sehr umstritten in manchen Spielergruppen ist Mill. Besonders neue Spieler mögen es gar nicht, wenn ihre Karten alle im Friedhof landen und sie sie nicht spielen können. Anowon ist hier als etwas besseres Precon und eher Räuber-Tribal noch halbwegs fair,
Aber wer mal gegen mein komplett gealtertes Ulamog-Deck gespielt hat, fürchtet die Power des farblosen Deckouts. Gut, bei Eldrazi-Commander lebt eh der ganze Tisch nur in Angst, bis man mit haufenweise Ramp auf die Mana-Kosten seiner Monster kommt. Aber im Endeffekt sind auch das nicht unbedingt Decks für neue Freunde. Eher für die Alten und etwas Abwechslung am Tisch. Genau wie sowas wie Bruvac und Tiny Bones. Judith und Nesroy. Was eigentlich immer geht bei allen Gruppen, aber auch gleichzeitig sehr stark ist, ist Midrange. Diese Decks benutzen meist den Friedhof noch gut mit und bei mir machen das Judith als Aristokraten mit üblen Kombos und Nesroy mit Mutate Reanimation aus der Command Zone. Nach Boardwipes mit vielen Kreaturen aus dem Grave wiederzukommen, belohnt den Ausdauernden in langen Spielen. Ist vielleicht also eher was, wenn der Abend noch jung ist. Und sie spielen ungefähr dasselbe Spiel wie Graveyard Powerhouses wie Muldrota und Meryn von Clannel Toss. Arcadis und Kadena. Auch für lange Spiele sind Control Decks. Wenn man einfach schlecht gezogen hat, Mana Scoot war oder mit einem Aggro-Deck sehr früh rausgeflogen ist, geht man es mit diesen gerne wieder etwas langsamer an und fühlt sich am Ende, als hätte man mit seinen Board States etwas mehr zum Spiel beigetragen. Das machen bei mir Arcadis mit seinen ganzen Mauern, die irgendwann dann einfach angreifen, und auch das ehemalige Precon Kadena und seine Morph-Überraschungen. Bedeutend an diesen beiden Commandern ist, dass sie eingebauten Card Draw haben, der sehr leicht triggert, sodass man sich nie fühlt, als hätte man im Spiel zu wenig Optionen gehabt. Solche Gegner wie Chulain und Thrasios machen das zwar noch besser, aber wenn sie auch nur für die Value Engine gespielt werden, kann man sicher balancierte Spiele in einem Control Environment haben. Okay, jetzt sind wir viele Beispiele durchgegangen. Und jetzt soll es einfach darum gehen, vor dem Spiel von jedem Spieler zu erfahren, was er spielt und was er vorhat im Spiel und dann zu sehen, ob es irgendwo negatives Konfliktpotenzial gibt. Einfachster Fall, wenn einer mit Ursa ankommt und die anderen in ihre Decks nicht so viel Vertrauen legen, dass sie seinen Zug 5 Combo Play countern könnten, sollte man vielleicht ein anderes wählen. Wenn alle meinen, ihre Decks kommen damit klar und sie bauen auch Frühdruck auf, dann kann man damit direkt loslegen. Wenn alle sagen, sie wollen irgendwann einfach nur mit Angriffen gewinnen, sollte man Decks, die Infinite gehen, auf jeden Fall als solche kennzeichnen und fragen, ob das so in Ordnung geht und sagen, wie schnell man die Combo im Durchschnitt zusammen hat. Aber jeder kann Einwände haben, egal worum es geht. Keine Lust auf Mill oder Control? Sagt es und man findet eine Lösung. Ihr wollt unbedingt Voltron ausprobieren, aber müsst gegen Aristokraten wie Judith mit Gravepact ran? Fragt freundlich, ob es nicht ein anderes Deck sein kann. Reine Voltron-Multiplayer-Runden können dann auch ganz witzig werden. Am wenigsten Einspruch kriegt man wohl mit Tribal, vor allem wenn es nicht der bekannteste ist. Copy- und Steel-Decks haben auch den Vorteil, sich automatisch an das Power-Level der anderen anzupassen. Am meisten Einspruch hat man wohl mit Land Destruction, Stacks oder Discard Decks. Eben alles, was einen einfach nicht mitspielen lässt. Aber der Trend geht zum Glück dazu, sowas erst gar nicht mehr zu bauen. Wenn die Kommunikation vor dem Spiel gut gelaufen ist, aber wenn euch dann doch noch etwas stört beim Spielen, hier kommt der wichtige zweite Punkt. Das Reflektieren und Reden nach dem Spiel. Auch wenn die Zeit knapp ist, nehmt euch ein paar Minuten, um festzustellen, was euch gestört hat und wie man das in Zukunft besser machen kann. Hat eure Rule of Law, die ihr einfach ohne Grund ins Deck gepackt habt, anderen das Spiel komplett vermiest und ihr habt dadurch nicht mal gewonnen und es gehörte auch nicht zu eurem Winplan, dann raus damit. Hat ein etwas unerfahrener Spieler sein neues Deck komplett falsch eingeschätzt und euch überrannt? Spielt lieber nochmal mit euren stärkeren Decks dagegen. Wichtig ist halt immer, die Punkte festlegen zu können, an denen es lag. Dass am Ende nicht jeder das Spiel genossen hat und spannend fand. Das passiert übrigens am ehesten, wenn jedes Deck die Chance hat, ein paar seiner coolsten Karten zu spielen und epische Momente hatte. Am besten ist es sogar, wenn jeder mal kurz vorm Gewinnen war. Und dann gerade noch so von den anderen aufgehalten wurde. Das sind auf jeden Fall die Spiele, an die man sich am liebsten erinnert. Aber natürlich kann auch nicht jedes Spiel so gut balanced sein. Aber die Prozentzahl von ihnen hochzutreiben, das ist, was euer Ziel sein sollte. Und das ist auch, warum man vor und nach den Runden die Deckauswahl bereden sollte. Ich hoffe, der Punkt ist euch jetzt klarer geworden. Wenn ihr dazu auch noch Gedanken habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen.